Christian Ries von der FPÖ ist jetzt am Wort. Es ist kein Zufall, dass dieser Punkt gerade heute auf der Tagesordnung steht. Denn heute ist der internationale Sag-die-Wahrheit-Tag. Und so wollen wir es auch halten. Auch in der Frage, der illegalen Migration sollten wir die Wahrheit sagen. Also sagen wir, dass derzeit an der Grenze zwischen Serbien und Ungarn teilweise bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen. Sagen wir, dass es dort täglich verletzte Polizisten gibt. Sagen wir zum Beispiel auch, dass es erst am letzten Samstag eine Schießerei zwischen Pakistani und Afghanen gab, mit einem Toten und 6 Schwerverletzten. Sagen wir das. Sagen wir das, dass es der Wahrheit entspricht, dass jeden Tag täglich im Burgenland an die 400 aufgegriffen werden. Das sind keine Ukrainer dabei. Wer das gesagt hat, der tanzt auf der falschen Veranstaltung. Und sagen wir auch, dass es der Wahrheit entspricht, dass die Bundesrepublik Deutschland uns jede Woche 100 bis 200 illegale Migranten zurückschickt, zu denen sie sagt, und das ist nach deutschem Asylgesetz möglich, ihr kommt aus Österreich, sucht dort um Asyl an. Sagen wir das. Und sagen wir auch, dass die Anzahl der Illegalen seit Monaten linear ansteigt und dass das BMI diese Entwicklung bisher komplett versäumt hat. Und sagen wir auch, wie viele Aufgegriffene jetzt mittlerweile schon wieder untergetaucht sind und wir nicht wissen, wo sie sind. Sagen wir auch, dass unsere Nachbarländer die Flüchtlinge, die durch ihr Land gekommen sind, dort nicht registriert wurden und wir jetzt die Ersten sind, die sie registrieren sollen, dann gehören sie uns. Sagen wir das auch. Und sagen wir auch, dass die Polizeibeamten an der Grenze frustriert sind, weil sie wissen, dass sie eine Sisyphusarbeit verrichten, die dann nur darin besteht, die illegale Migration zu verwalten. Und weil es auch die Wahrheit ist, sage ich Ihnen jetzt, dass sich in Burgenland die Lage zwischenzeitlich so zugespitzt hat, dass sich Frauen und Mädchen in den Grenzgemeinden am Abend nicht mehr außer Haus trauen. Und Herr Kollege Einwallner, wenn Sie meinen, das ist eine Scheindebatte, dann würde ich Ihnen einmal empfehlen, das, was Sie hier zum Besten gegeben haben, am Dorfplatz einer kleinen burgenländischen Grenzgemeinde zu verzapfen. Ja. Herr Kollege Einwallner, und dann würde ich Ihnen raten, dass Sie Ihr Fahrzeug mit der Nase Richtung Vorarlberg parken. Weil dann werden Sie sich beeilen müssen. Sie würden sich wundern, wie viele nasse Fetzen es in einer kleinen burgenländischen Gemeinde gibt. Kollege Einwallner, diese Menschen, die in den Grenzgemeinden wohnen, sehen jeden Tag, was da passiert und dass bis jetzt nicht reagiert worden ist. Mittlerweile, liebe Kollegen von der ÖVP, sagt auch Ihr Landespartei, ob man im Burgenland wörtlich, die Flüchtlingsstürme aus dem Jahr 2015 dürfen sich nicht wiederholen. Das ist in Wirklichkeit Auftrag der Politik. Ja, und recht hat er natürlich. Sagen Sie einfach die Wahrheit. Sagen Sie, wie es ist und was jetzt zu tun ist. Und stecken Sie nicht den Kopf in den Sand, wie Ihre Vorgängerin Mikl Leitner das 2015 gemacht hat. Mittlerweile hat sogar die SPÖ im Burgenland, Herr Kollege Einwallner, erkannt, dass Frontex nicht effektiv arbeitet. Und Sie verlangen jetzt Asylzentren im Ausland, die für Österreich zuständig sind. Das haben wir 2015 schon verlangt im Burgenland. Und der damalige Landespolizeidirektor Doskozil hat sich recht ausführlich darüber geäußert. Und der heutige Landeshauptmann Doskozil verlangt das. Es geschehen noch Zeichen und Wunder offenbar. Herr Bundesminister, 2015 wiederholt sich gerade. Die Massen verteilen sich nur auf Wochen und Monate. Die Zahl ist dieselbe oder wird dieselbe sein. Jeden Tag erreichen mich persönlich zwischenzeitlich Fotos und Mails von besorgten Bürgern und auch von Polizeibeamten. Sie sind außer sich, weil bis jetzt nichts passiert ist. Die Polizei muss mittlerweile oder zurzeit noch das machen, was an und für sich die Firma Neckermann macht. Quartiere ausmachen und die Personen dorthin bringen. Das ist die Tätigkeit der Polizei momentan. Unsere Polizei weiß genau, dass es zur Bekämpfung der illegalen Migration eine Strategie braucht. Und die vermissen wir. Halten Sie sich an Clausewitz, der sinngemäß sagt, Strategie ist der
ökonomische Einsatz der Kräfte. Das stimmt damals wie heute auch. Entwickeln Sie eine wirksame Strategie und tun Sie das bald, bevor es zu spät ist. Denn die Lage wird sich verändern, aber nicht zum Guten. Das wissen wir von ungarischen Kollegen. Also stecken Sie wirklich nicht den Kopf in den Sand. Das nimmt Ihnen den Überblick und schützen Sie Österreich und seine Grenzen. Christian Ries war das. Er kommt aus Eisenstadt und ist von Beruf Kriminalbeamter bei der Landespolizeidirektion Burgenland.